auf den Tagesordnungspunkt 37. Gesetzentwurf zum Urheberrecht, Antragsteller des Freistaates Sachsen. Dazu hat sich Staatsminister Gemko das Wort erbeten und das erteile ich ihm auch hiermit. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst im letzten Jahr stand mit dem Urheberwissenschaftsgesellschaftsgesetz ein Gesetzentwurf auf unserer Tagesordnung, der sich den zentralen Fragen des Urheberrechts zu stellen hatte. Wir haben hier im Bundesrat um ein besseres Urheberrecht im Hinblick auf Bildung, Forschung und das Kulturerbe gerungen. Um ein Urheberrecht, das den Herausforderungen einer rasanten technischen Entwicklung gerecht wird. Der Bundesrat hatte damals auch einen Antrag des Freistaates Sachsen mit großer Mehrheit unterstützt, der sich für eine Befreiung der Antennengemeinschaften von einer Vergütungspflicht ausgesprochen hatte. In der hektischen Phase am Ende der vergangenen Legislaturperiode hat sich dieses Ziel nicht mehr durchsetzen lassen. Und deshalb greifen wir es mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte hier wieder auf. Der Antrag widmet sich einem drängenden Problem, das für viele Bürgerinnen und Bürger eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat, die Gebührenpflicht für die Antennengemeinschaften. Auch in Sachsen sind in den 80er Jahren viele Antennengemeinschaften entstanden. Und mit großem persönlichen Einsatz haben ihre Mitglieder damals Satellitenspiegel errichtet und Kabel zu ihren Haushalten verlegt, um so vorgeblich den Empfang des DDR-Rundfunks zu verbessern, tatsächlich aber um westdeutsche Fernsehprogramme empfangen zu können. Und diese Antennengemeinschaften haben nicht nur durch die Verbreitung unabhängiger Informationen zum Erfolg der friedlichen Revolution damals beigetragen, sondern sie haben auch ihre Bedeutung für den Rundfunk- und Fernsehempfang bis heute nicht verloren. Im Gegenteil, gerade im ländlichen Raum leisten sie einen maßgeblichen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Fernseh- und Rundfunkprogrammen. Die Kabel werden heute teilweise sogar zur Verbreitung des Internets genutzt. Und umso weniger leuchtet es ein, dass diese Gemeinschaften etwa gegenüber Wohnungseigentümergemeinschaften benachteiligt werden. Denn anders als Wohnungseigentümergemeinschaften haben sie für die Weiterleitung der Sendesignale ganz erhebliche Gebühren zu zahlen. Und diese Gerechtigkeitslücke, die wollen wir schließen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hat deutlich gemacht, dass in diesem Bereich für den nationalen Gesetzgeber Handlungsspielräume bestehen. Man kann sich deswegen nicht mit einem Verweis auf einen angeblichen Verstoß gegen europäisches Recht zurücklehnen. Im Gegenteil, die Politik muss auch in diesem Bereich, mag er auch eher klein erscheinen, Handlungsfähigkeit demonstrieren. Ich glaube, die Menschen in allen Teilen unseres Landes dürfen Gerechtigkeit erwarten, aber gerade die Gebührenpflicht von Antennengemeinschaften und die Ungleichbehandlung zu Wohnungseigentümergemeinschaften stößt bei den Betroffenen auf großes Unverständnis. Ich bitte Sie deshalb, den Gesetzentwurf in den anstehenden Ausschussberatungen im Interesse der Antennengemeinschaften zu unterstützen. Vielen Dank, Herr Gemko. Ich verweise die Vorlage in den Rechtsausschuss federführend sowie dem Ausschuss für Kulturfragen und dem Wirtschaftsausschuss jeweils mitberatend zu. Ich eröffne den Tag.